Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Willkommen zu einer neuen Ausgabe nach Schmeckt's, dem kulinarischen Höhepunkt des Tages. Nein, vermutlich nicht. Wir testen einfach was. Und zwar hier Rittersport, die Winterkreation, neu Nusskipferl. Ich kenne Vanillekipferl, ich kenne keine Nusskipferl, ich kenne Nussecken. Nussecken würde bei Rittersport irgendwie passen. Schauen wir mal, wie das schmeckt. Ja, Rittersport verblüfft dann ab und zu. Hat mich gerade bei einem anderen Test irritiert. Jetzt gucken wir mal, wie das schmeckt. Das sind jetzt Nusskipferl. Wie gesagt, Nussecken kenne ich, Vanillekipferl kenne ich, Nusskipferl kenne ich nicht. Soll nichts heißen, aber wir schauen uns das mal näher an. Winterkreation, neu Rittersport, Nusskipferl. Da seht ihr auch hier so Kipferl, die sehen aus wie Vanillekipferl, nur dunkle und haben Schokoecken. Passt irgendwie. Lustiger, viereckiger Weihnachtsmann. Nein, Quatsch, nehmen wir's. Inhalt, gefüllte Vollmilchschokolade und, nein Quatsch, mit Haselnusscreme, 44% und Haselnussmürbegebäckstückchen, da bin ich gespannt, 3,5%. Zutaten, Zucker, Palmfett, Kakaobutter, Milchzucker, Kakaomasse, Magermilchpulver, Vollmilchpulver, Sahnepulver, Haselnüsse gehackt, 3%, Haselnussmasse, 3%, Weizenmehl, Buttereinfett, Palmöl, Haselnüsse, gemahlen, 0,4%. Emulgator, Lecithin, Soja, Butter, Weizenstärke, Glucose, Fructose, Fructose-Sirup, Bourbon, Vanilleschoten, gemahlen, Salz, natürliches Aroma, kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten und Ei enthalten. Durchschnittliche Nährwerte hier 100 Gramm, 590 Kalorien. Mit jeder rittersportlichen Handhab werden es mehr. 40 Gramm Fett und 47 Gramm Zucker. Quadratisch praktisch gut. Knickpack. Oh. Das habe ich jetzt eigentlich anders geknickt. Egal. Geknickt. Knick. Knick. Das lassen wir mal so. Wir schauen uns das hier an. Okay, man sieht, dass hier so eine Creme mit Stückchen drin. Ich rieche. Nein, ich rieche nicht. Ich schnuppe. Riecht nach Gebäck. Ich probiere. Schmeckt gut. Ich habe das Gefühl, dass es ein klein bisschen nach Kaffee schmeckt. Kann ich mich aber täuschen. Ich probiere einfach noch eins. Ich habe noch das Gefühl, dass der Kaffee schmeckt. Soll aber gar keins drin sein. Komisch. Rittersport. Mein Fazit. Ich weiß nicht, wie Nusskipferl so schmecken, aber so würde ich es mir ungefähr vorstellen. Es entspricht also meinen Erwartungen, dieses Produkt. Ja, mit den Händen. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen verpeilt. Es entspricht meinen Erwartungen. Es schmeckt, wie ich mir es vorgestellt habe. Es schmeckt gut. Das bekommt von mir Punkte. Und zwar 7,5. Das ist nicht so wenig. Ihr wisst, andere Sachen haben da schon weitaus weniger gekriegt. 7,5 Punkte, weil ich es mir so vorstelle, weil es gut schmeckt. Man schmeckt schon die Nüsschen. Man merkt auch, dass da irgendwie so irgendwas drin ist. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen kaffeegeschmackig, aber es ist eigentlich kein Kaffee drin. Ich weiß nicht genau. Wenn ihr die probiert, helft mir mal in den Kommentaren, was meint ihr? Kaffeegeschmack? Ja, nein? Ich bin zwiegespalten. Ja. Und wo wir gerade von Kommentaren und Hinterlassen sprechen, hinterlasst doch einen Kommentar. Habt ihr irgendwelche Wünsche? Soll ich mal irgendwas testen und ihr wollt es euch noch nicht holen, weil ihr erstmal wissen wollt, ist das was für mich oder so? Sagt mir Bescheid. Ich gucke, ob ich es kriege und teste es dann eventuell, wenn es in mein Schema passt. Ansonsten habe ich hier noch zwei Sachen. Die habe ich schon getestet. Guckt es euch mal an. Vielleicht gefällt es euch. Und wenn es euch gefällt, abonnieren wir an, drücken. Am besten jetzt. Also, jetzt. Wäre ein guter Zeitpunkt. Und dann könnt ihr auch gerade mal hier so, dass es euch gefällt, klicken. Also hier so Daumen hoch oder so. Daumen runter. Nö, sonst sage ich immer, klickt einfach mal Daumen runter, wenn es euch nicht gefällt. Lasst es. Nö, ihr klickt Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Und ansonsten lasst ihr es einfach. So. Kritik ist hier nicht mehr erwünscht. Bam. Das ist natürlich nur Ironie. Kritik ist erwünscht, aber in den Kommentaren. So,
Das war's. Schöner Schneemann. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.